komme in mein Büro in der Ginheimer Landstraße 40. Hier bin ich unter anderem für die Ein- und Auszüge zuständig. Insgesamt verfügen wir über 33 Studentenwohnheime im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Angefangen von Einzelzimmern zu Einzelzimmern in Wohngemeinschaften und Apartments. Wie diese aussehen, haben wir Ihnen in einem kleinen Club zusammengestellt. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Simon Fischer. Ich wohne seit 2018 in der Ludwig-Landmann-Straße in der Vierer-WG. Ich studiere Erziehungswissenschaften im Master. Und ich konnte nach meinem ersten Semester hierher ziehen ins Wohnheim. Ich habe davor in Frankfurt-Höchst bei einer Familie zur Untermiete gewohnt. Das war sehr teuer. Ich habe knapp 500 Euro gezahlt und konnte dann günstiger ins Wohnheim wechseln. Hallo, ich bin Simon und ich zeige euch jetzt meine WG. Ich wohne hier in der Vierer-WG. Das Leben hier ist gut. Wir haben eine extrem gute Bahnanbindung. Das ist gerade mal 200 Meter weg. Wir haben zwei Freibäder im näheren Umkreis, die man zu Fuß schnell erreichen kann. Und es ist ein ziemlich großes Haus. Hier wohnen richtig viele Studenten. Das heißt, dass man auch immer jemandem im Haus begegnet. Gerade aus den unteren Stockwerken, da sind die Einzelapartments. Oder im Vorbeilaufen Leute in der Küche sieht beim Kochen. Vor der Pandemie konnte man sich auch in die Küchen zusammensetzen. Das geht jetzt leider im Moment nicht. Mit der U7 bis zum Campus Westend braucht man von hier aus ca. 20 Minuten. Da ist Umsteigen und Kaffee unten schon mit drin. Ein weiterer Vorteil vom Wohnheim ist, dass man hier echt schnelles Internet hat. Und gerade in den Pandemiezeiten, wo mehr Online-Lehre stattfindet, ist es total wichtig. Im Wohnheim gibt es auch einen technischen Mitarbeiter. Und das ist eine mega Erleichterung im Alltag, weil wenn man irgendwie ein Problem hat oder irgendwas repariert werden muss, kann man den ansprechen. Und wir haben hier in unserem Wohnheim ein echt gutes Verhältnis zu unserem technischen Mitarbeiter. Der Bewerbungsprozess war ganz leicht. Ich habe über die Website des Studentenwerks den Bogen ausgefüllt und dann innerhalb von kürzester Zeit auch die Zusage gehabt. Und das kann ich auch anderen Studierenden nur empfehlen. Liebe Studierende, ich hoffe, Ihnen hat der Clip gefallen. Sollten Sie Interesse an einem Wohnheim haben, ist unsere Homepage die erste Anlaufstelle. Dort finden Sie das Bewerbungsformular sowie weitere Informationen. Auch unser Kontakt- und Schadensformular, wenn Sie einmal ein Anliegen an uns haben. Ich persönlich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrem Studium.